Der Sprachassistent von Apple Siri ist wohl aktuell der schlechteste auf dem Markt, was sich hoffentlich mit iOS 18 ändern wird. Und daher möchte ich euch in diesem Video gerne einmal zeigen, wie ihr Siri mit ChatGPT 4.0 ersetzen könnt. Und da gibt es so ein paar Varianten, die ich euch in diesem Video gerne zeigen möchte. Sollten dich übrigens Videos wie dieses zu Tipps und Tricks rund um das iPhone und iOS interessieren, dann ist mein Kanal genau der richtige für dich. Lass jetzt also gerne kostenlos ein Abo da, um in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos zu verpassen. Wie ihr vielleicht die letzten Tage mitbekommen habt, hat OpenAI eine neue Version von ChatGPT veröffentlicht, nämlich ChatGPT 4.0. Und die könnt ihr auch schon direkt auf dem iPhone über die offizielle ChatGPT-App nutzen. Das Ganze übrigens auch kostenlos in einer etwas reduzierten Variante. Grundsätzlich könnt ihr aber hier die App eben auf eurem iPhone installieren und dann seht ihr hier ganz klassisch eben den Chat, den man hier dann nutzen kann. Man kann Fragen stellen, man kann mit diesem Sprachassistenten interagieren. Und das Ganze geht übrigens hier auch per Sprache, was ich sehr cool finde. Könnt ihr ganz einfach raufgehen. Und daraufhin seht ihr auch schon, dass man eben mit diesem Sprachassistenten direkt sprechen kann und dann eine Audioausgabe bekommt. Alternativ das Ganze aber natürlich weiterhin als Text. Wie ihr hier sehen könnt, hört der Sprachassistent wirklich extrem genau zu und weiß direkt, worum es geht, was auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend ist. Um nun ChatGPT mit Siri zu ersetzen, können wir einmal die Kurzbefehle-App öffnen und daraufhin oben auf das Plus gehen. Und dann erstellen wir hier einen neuen Kurzbefehl. Wir gehen auf Aktion hinzufügen und suchen hier einmal nach ChatGPT, geben das hier ein, gehen auf Fertig und dann gibt es hier eben mehrere Varianten, nämlich ChatGPT-Fragen, das ist eine textbasierte Variante, oder hier ein Audiogespräch beginnen. Das werden wir einmal auswählen und daraufhin können wir natürlich hier noch den Kurzbefehl entsprechend umbenennen. Ich werde ihn so lassen, gehe auf Fertig und dann seht ihr auch schon, dass hier eben genau dieser Kurzbefehl angelegt wurde. Diesen Kurzbefehl können wir uns nun zum Beispiel auch direkt auf den Homescreen legen, einfach einmal kurz gedrückt halten. Dann können wir hier auf die Details gehen und daraufhin gibt es dann hier mehrere Optionen. Wir können hier unter anderem eben diesen Kurzbefehl auch zum Homebildschirm hinzufügen, können natürlich hier auch das Icon ändern und diesen Kurzbefehl umbenennen und dann können wir ihn ganz einfach antippen und direkt startet der Voice Chat mit ChatGPT. Auf neueren iPhones mit einem Action-Button, sprich ab dem iPhone 15 Pro, habt ihr aber natürlich auch die Möglichkeit, hier einmal in die Einstellungen zu gehen und daraufhin etwas nach unten zu scrollen, denn da gibt es nämlich die Aktionstaste, also den Action-Button und hier können wir jetzt eben ganz einfach einen Kurzbefehl als Variante auswählen, also wir gehen hier zu Kurzbefehl, wählen einen aus und hier finden wir dann in der Regel direkt unter meine Kurzbefehle das Audiogespräch mit ChatGPT, das wird direkt oben mit angezeigt. Und dann können wir hier auch entsprechend diesen Kurzbefehl auswählen. Und wenn ich jetzt an der Seite den Action-Button einmal gedrückt halte, dann öffnet sich hier direkt ChatGPT im Voice-Chat. Also das Ganze geht auch wirklich sehr schnell und wir können dann entsprechend hier ChatGPT 4.0 ganz einfach auf dem iPhone verwenden. Für iPhones ohne Action-Button gibt es aber eine gute Alternative. Dazu öffnen wir einmal hier die Einstellungen, scrollen etwas nach unten bis zu den Bedienungshilfen. Und hier können wir dann einmal auf den Punkt Tippen gehen. Scrollen einmal ganz nach unten und dann seht ihr hier den Punkt auf Rückseite tippen, dort drauf gehen und dann gibt es hier Doppeltippen und Dreifachtippen. Wir wählen hier einmal das Doppeltippen aus und dann gibt es wirklich sehr, sehr viele Optionen und Aktionen, die eben ausgeführt werden können. Wir scrollen etwas weiter nach unten bis zu den Kurzbefehlen und finden dann hier unter anderem auch Audiogespräch mit ChatGPT beginnen. Das wählen wir aus und daraufhin können wir eben durch Tippen auf die Rückseite des iPhones, also über ein Doppeltippen, ebenfalls genauso ChatGPT im Voice-Chat starten. Ich werde das hier jetzt einmal demonstrieren. Ich tippe doppelt auf die Rückseite und dann seht ihr auch schon, dass hier direkt ChatGPT in der App startet und wir hier entsprechend den Voice-Chat nutzen können. Es gibt aber auch eine neue Möglichkeit, Siri mit ChatGPT zu ersetzen bzw. zu erweitern. Und dazu gehen wir in der Kurzbefehle-App einmal oben rechts auf das Plus und hier benennen wir erst einmal den Kurzbefehl um, und zwar hier über Umbenennen und nennen diese Ich habe eine Frage. Daraufhin können wir hier auf Aktion hinzufügen gehen und tippen dann hier oben einmal bei Apps und Aktion nach Eingabe Fragen ein. Also nach Eingabe und dann seht ihr auch schon, dass das hier direkt oben erscheint, nach Eingabe Fragen. Das wählen wir einmal aus, lassen Text so stehen und bei Auswählen tippen wir einmal ein, wie kann ich helfen? Also im Endeffekt ist das die Antwort, die uns Siri dann gibt. Daraufhin gehen wir erneut hier unten einmal in das Suchfeld bei Apps und Aktionen und hier suchen wir jetzt einmal nach ChatGPT. Natürlich müsst ihr dafür die App auf dem iPhone
installiert haben und dann gibt es hier eben die Option ChatGPT Fragen und genau das wählen wir hier einmal aus und bei Nachricht tippen wir hier jetzt einfach einmal Eingabe bereitgestellt aus, also das wird hier uns direkt unten schon angeboten, das wählen wir aus, gehen auf Fertig und daraufhin wurde hier dieser Kurzbefehl auch schon fertig erstellt, wir können oben rechts auf Fertig gehen und daraufhin diesen Kurzbefehl, sprich ChatGPT 4.0 in Siri nutzen. Ich würde sagen, wir testen das Ganze jetzt einmal und starten zuallererst mit Siri, so wie wir es kennen, ohne ChatGPT-Unterstützung. Es regnet draußen, was soll ich machen? Ich fürchte, ich weiß nicht, was du tun solltest. Hier kann man relativ gut sehen, dass Siri echt gar keine Ahnung hat und auf einfachste Fragen nicht wirklich antworten kann. Und nun nutzen wir einmal ChatGPT in Siri. Ich habe eine Frage. Wie kann ich helfen? Es regnet draußen. Was soll ich machen? Das hängt davon ab, was du gerne machst und von deinem aktuellen Standort. Wenn das Wetter schön ist, könntest du spazieren gehen, im Park entspannen, Fahrrad fahren oder einfach die Natur genießen. Wenn du lieber drinnen bist, könntest du ein Buch lesen, etwas kochen oder ein Hobby verfolgen. Was auch immer du tust, genieße deine Zeit im Freien. Ich finde, hier kann man wirklich einen sehr guten Unterschied sehen. Wir bekommen einmal eine richtige Antwort und einmal weiß der Sprachassistent gar nicht wirklich, was er beantworten soll. Und das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Variante, wirklich ChatGPT in Siri zu nutzen. Beide Varianten haben natürlich ihre Vor- und Nachteile, denn in der ersten Option direkt in der ChatGPT-App werden die ganzen Verläufe auch gespeichert, solltet ihr diese noch später benötigen. Aber grundsätzlich könnt ihr so Siri mit ChatGPT-Intelligenz ausrüsten. Ich hoffe jetzt natürlich sehr, dass ich euch mit diesem Video helfen konnte und dass ich euch hier ein paar Optionen geben konnte, wie ihr ChatGPT 4.0 auf eurem iPhone nutzen könnt oder sogar Siri wirklich damit ersetzen oder erweitern könnt. Und wenn das der Fall war, dann würde ich mich jetzt sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir diese unten in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.